Kinderfamilie. Es war einmal. Es war einmal ein kleines Haus im schönsten Teil des Waldes. Und in diesem Haus lebte ein Mädchen mit blonden Locken, das Goldlöckchen hieß. Goldlöckchen war so niedlich, dass alle sie so sehr liebten. Aber dieses niedliche Mädchen konnte manchmal sehr ungezogen sein. Zwei, drei, oh nein! Goldlöckchen hat aus Versehen den Kuchen umgeworfen, den ihre Mutter für sie vorbereitet hat. Goldlöckchen, jetzt wirst du noch ein bisschen länger auf das Frühstück warten müssen. Ich muss nämlich ein neues kochen. Und übrigens, geh nicht aus dem Garten und geh nicht in den Wald, ohne es mir zu sagen. Sei ein braves Mädchen. Goldlöckchen war so gelangweilt, während sie auf das Frühstück wartete. Ein leiser Schritt in Richtung Wald. Zwei Schritte, nein, drei Schritte. Was würde passieren, wenn ich noch ein bisschen mehr laufen würde? Oh! Während ihre Mutter in der Küche beschäftigt war, ging Goldlöckchen einen Schritt nach dem anderen aus dem Garten in den Wald. In den Tiefen des Waldes stand ein sehr niedliches Bambushaus. Eine niedliche und süße Panda-Familie lebte in diesem Haus. Es gab einen riesigen Panda-Vater, eine mittelgroße Panda-Mutter und ein winzig kleines Panda-Baby. Die Panda-Mutter stand morgens vor allen anderen auf und bereitete Bambusbrei mit Vanille zum Frühstück zu. Vater Panda wachte durch die süßen Gerüche auf, die aus der Küche kamen. Dann ging er los, um sein Baby zu wecken. Doch der kleine Panda, der so gerne schläft, konnte nicht aufwachen. Aber er konnte dem wunderbaren Geruch von Brei in seiner Nase nicht widerstehen und wachte schließlich auf. Die Panda-Familie saß zusammen um den Tisch. Sie begannen, den Bambusbrei zu essen, den die Panda-Mutter zubereitet hatte. Aber der Brei war sehr heiß. Mami, Daddy, sollen wir eine Weile im Wald herumlaufen, bis unser Essen kalt wird? Und wir können noch etwas Bambus sammeln und das Essen für heute Abend vorbereiten. Die Panda-Familie ließ ihr Essen auf dem Tisch stehen und ging hinaus, um Bambus zu sammeln. Inzwischen umschwirrten bunte Schmetterlinge Goldlöckchen, die im Wald hin und her eilte. Wie schön dieser Wald ist! Schau dir diese Schmetterlinge an! Wow! Goldlöckchen lief weiter tief in den Wald hinein und versuchte, einen der Schmetterlinge zu folgen. Und verirrte sich schließlich zwischen den riesigen Bäumen. Als die Zeit verging, war sie sowohl müde als auch sehr hungrig. Sie wollte schon fast weinen, da sah sie plötzlich ein Bambushaus etwas weiter vorn. Sie näherte sich dem Haus mit Freude und schaute durch das Fenster. Sie sah drinnen drei Schüsseln mit Futter. Aufgeregt ging sie zur Tür und klopfte dreimal daran. Die Tür war nicht verschlossen und sie öffnete sich, als sie klopfte. Und Goldlöckchen war so hungrig. Und da saß der Bambusbrei in einer großen Schüssel, einer mittleren Schüssel und einer kleinen Schüssel. Da sie sehr hungrig war, wollte sie den Bambusbrei in der größten Schüssel essen. Aber als sie ihn probierte und in den Mund nehmen wollte, hat ihr Mund einfach gebrannt. Dieses Gericht ist viel zu scharf. Sie probierte also den Brei in der mittleren Schüssel. Und dieses Gericht ist kalt. Es schmeckt überhaupt nicht gut. Dann nahm sie einen Löffel Bambusbrei von dem kleinen Teller. Mmh.
Dieses Gericht ist weder zu heiß noch zu kalt. Es ist genau richtig für mich. Goldlöckchen hat den ganzen Brei in der kleinsten Schüssel gegessen. Sie wollte sich an den Kamin setzen, um etwas Ruhe zu finden. Auch hier sah sie drei verschiedene Sitze. Sie probierte zuerst den großen Holzsitz aus. Ah, dieser Sitz ist so heiß, weil er so nah am Kamin ist. Dann setzte sie sich auf den mittelgroßen rosa Sitz. Grrr, dieser Sitz ist so weich. Diesmal saß Goldlöckchen auf dem kleinen roten Sitz direkt neben ihr. Oh, der passt genau zu mir. Aber genau dann wurde der winzige Sitz in Stücke zerbrochen. Oh nein, vielleicht sollte ich mich doch eine Runde ins Bett legen. Goldlöckchen betrat das Schlafzimmer des Bambushauses. Auch hier gab es drei Betten, ein großes, ein mittleres und ein kleines. Goldlöckchen legte sich zuerst auf das größte Bett. Oh, das Bett ist so hart und das Kopfkissen ist riesig. Also sprang sie auf das mittelgroße Bett, aber es war zu weich. Dann sprang sie auf das kleinste Bett. Oh, dieses Bett ist toll. Lass uns eine Runde schlafen. Goldlöckchen schlief im kleinsten Bett ein. Die Panda-Familie, die nicht verstand, wie die Zeit verging, während sie im Wald Bambus sammelte, kehrte schließlich nach Hause zurück. Als sie angekommen waren, wollten sich alle hinsetzen und frühstücken, doch am Tisch wartete eine Überraschung auf sie. Jemand hat von meinem Bambusbrei gekostet. Jemand hat auch von meinem Bambusbrei gekostet. Bambusbrei, es ist alles weg. Die Panda-Familie stand auf und begann sich umzusehen. Die Sitze neben dem Kamin erregten ihre Aufmerksamkeit. Jemand hat sich auf meinen Platz gesetzt. Guck, die Reihenfolge ist ganz anders. Jemand hat sich auch auf meinen Platz gesetzt. Jemand hat sich auch auf meinen Platz gesetzt und ihn kaputt gemacht. Die Panda-Familie ging neugierig in das Schlafzimmer. Jemand hat auf meinem Bett geschlafen und mein Kopfkissen ist auf den Boden gefallen. Jemand ist in mein Bett gesprungen. Mama, Papa, jemand liegt gerade in meinem Bett. Mutter Panda und Vater Panda sahen tatsächlich jemanden im Bett ihres Babys schlafen. Als Vater Panda die Decke anhob, wachte Goldlöckchen sofort auf. Als sie drei riesige Pandas vor sich sah, war sie sehr erschrocken. Wer bist du? Und warum schläfst du in meinem Bett? Nun, ich entschuldige mich für den Einbruch in ihr Haus. Ich hatte mich im Wald verirrt und bin hineingegangen und habe etwas gegessen. Dann bin ich eingeschlafen. Bitte, bitte seid mir nicht böse. Es ist nicht nett, in anderer Leute Häuser einzubrechen, kleines Mädchen. Außerdem muss deine Familie sich solche Sorgen um dich machen. Lass uns dich nach Hause bringen. Die Panda-Familie kannte jeden Weg im Wald sehr gut. So fanden sie das Haus von Goldlöckchen im Handumdrehen. Mami! Mein liebes Mädchen! Wir haben überall nach dir gesucht. Ich verspreche, dass ich nie wieder den Garten verlassen werde, ohne es dir zu sagen. Goldlöckchens Eltern bedankten sich bei der Panda-Familie dafür, dass sie ihr Baby nach Hause brachten. Seitdem sind Goldlöckchen und der kleine Panda sehr enge Freunde geworden. Und jetzt hat Goldlöckchen immer die Erlaubnis von ihrer Mutter, die Panda-Familie zu besuchen, und das tut sie auch oft. Seitdem ist sie noch nie im Wald verloren gegangen, denn ihr engster Freund, der Panda-Baby, war immer bei ihr.